und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war alleine auf der alten Map unterwegs und zwar kam es dazu, weil ich habe mit Daniel den ganzen Abend gespielt. Wir haben auch live im Stream gespielt und Daniel ist essen gegangen und dann habe ich mir gedacht, komm, ich gehe mal rein und dann habe ich den Chat gefragt, soll ich gegen Duos oder gegen Trios spielen? Und der Chat meinte, ich soll gegen Trios spielen und dann bin ich halt rein mit der Afto gegen Trios und ich hatte schon ein ganz gutes Gefühl. Das Ding ist, wir haben den ganzen Abend, also an dem Abend, Anfang des Abends, ich muss es so sagen, nicht so gute Runden gehabt. Es lief nicht so gut und da wusste ich, dass meine Lobby im Solo jetzt nicht so hoch ist. Und da dachte ich mir, komm, jetzt versuchst du das mal, nimmst du die Afto mit. Da kann eigentlich ja nichts schief gehen. Und dann kam die Runde zustande. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Aha. Guten Abend. Was macht denn der Handwerker so früh hier? Du bist leider eine Minisekunde zu spät. Das macht nichts. Nee, eigentlich bin ich ja noch eine halbe Stunde zu früh. Eigentlich schon, ja. Aber du kannst mich anfeuern, wenn du magst. Ich spiele gegen Trios mit der Afto. Anne alleine? Mark. Ja. Wo ist denn Daniel? Essen. Ich hab erst mit, tatsächlich um 11 mit dir gerechnet. Ja, 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 ich hatte meinen einen Auftrag jetzt dann fertig und hatte dann jetzt keine Lust mehr noch was zu rüsten, weil ich morgen eh wieder woanders arbeiten muss. Ich bin ja sowas bei uns wie eine Art Springer. Hm. Und ja, die ganzen Corona-Leute und so. Ja. Ich hätte mir noch einen Schlagring mitnehmen müssen. Die Chokes zu Hause lassen. Hast du eigentlich viel Verzögerung? Hast du Stream offen, ja, ne? Ja. Der Steps hier, Steps hier, Steps hier. Was machen die denn hier? Die Farm, die durchsuchen den Compound. Scheinen nur zu zweit zu sein. Gehen zu Darrow, glaube ich. Macht schon Sinn, hinterher zu gehen, ne? Oh, Podrika ist für Solo sensationell. Also du willst nicht nur farmen, du willst auch ran an die Buletten. Ja.
Ich bin. Also hast du mich schon mal Farben sehen? Garantiert nicht, oder? Nee. Sag mal was. Was? Jetzt kam gerade das was. Oh, okay, dann ist nicht so groß die Verzögerung. Nee. Die sind noch vor mir bei Darrow. Ja, die farmen auf jeden Fall auch die Compounds leer. Ganz schlecht. Was wäre dir nie passiert? Seven hat geschrieben. Er ist vorhin auch an 4-8-Punkte-Dingern vorbeigerannt, obwohl sie genau im Weg waren. Ach, ich? Ja. Schreib da. Musst du das so an dich denken? Das Ding ist, ich sehe die halt. Und dann denke ich mir, muss ich jetzt da extra hinlaufen für diese paar Pünktchen? Und dann denke ich, nee, läufst jetzt weg. Also wir kriegen das Event auf jeden Fall zusammen und meistens auch das Geld am Ende. Ja, musst du. Han Solo fragt, wie weit du bist ungefähr. Beim Event. Die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Drei Viertel schon. Scheiße, ist das hinten das Haus? Glaube ja. Ganz hinten. Ja, ihr schießt doch alle auf mich, ihr Pappnasen. Das waren die, die bei Darrow noch waren. Also der neue Revolver hat überhaupt keinen Bums. Aber dafür verzieht er nicht. Klingt wie eine Spielzeugwaffe. Ja, ja, das stimmt. Echt jetzt. Auch hab ich die geliebt. Granatenkanner, wie kaum ein anderer. Das Problem ist, das andere Team ist noch da. Und das noch ein Problem ist, die kommen einfach nicht ran, die Schweinekörper. Ja. Siehst du, sonst habe ich Affenkopf, jetzt habe ich Schweinekopf im Kopf. Das waren aber viele Köpfe gerade. Okay, wo war das denn? Aha.
Lavazza hat geschrieben, Jan, du hast Schlange. Ja, aber Schlange aufnehmen ist scheiße jetzt. Weil dann sehen sie, wo ich bin. Fuck, war das schlecht. Das ist ein Revolver neben mir. Naja, ja, ich habe mit dem zweiten da nicht gerechnet. Ja. Links war die Muni, war Muni. Ja, ich muss erstmal die legen. Nee. Oder? Nee. Scheiße, ist oben drin. Ich möchte behaupten, ich habe Stress. Mann! Ich mich erschrocken. Er hebt den auf. Scheiße.
Na, geht doch. Oh, sorry, wenn ich so ruhig bin. Das ist gerade hoch anstrengend hier. Das ist alles gut. Die Zuschauer werden es dir verzeihen. Uff. Guck ich mal. Jo. Noch einer. Lass ihn doch liegen und geh raus. Servus, Marc. Daniel, ich brauche kurz Ruhe, bitte. Ja, eigentlich müsste ich rausgehen, ne? Solo, gell? Ja. Ja. Ja, so. Das ist ja die Bounty, ne? Mhm. Da musst du rausgehen. Oder ist Gegner da? Einer ist noch. Ich meine, es bringt mir ja nichts, wenn ich den jetzt auch noch mache. Nee, du kannst Nein. ja nicht mehr als eine Bounty nehmen. Oh, das war jetzt Stress pur. Ich schwitze wie ein Tier. Hattest du gesehen, Anne? Ich hab's geklippt. Was denn? Du gesagt hast, ich würde sagen, ich hab Stress, wo ich mich erschrocken habe. Achso. Ich bin im Compound, hab Stress des Todes. Und dann sag ich was und Marc erschrickt sich. Ich hab halt so gebannt auf den Monitor gestarrt, ob ich den Gegner irgendwo sehe und sag Jan so laut: Ich würde sagen, ich hab Stress. Und ich hab mich so erschrocken, ey. Ja, Pulsmesser wäre echt geil gewesen, gerade bei so Solo-Runden. Wobei, es ging, glaube ich, noch. Also, bei mir ist es schlimmer, wenn ich mit Mates drin bin und bin der letzte Überlebende. Dann habe ich so das Gefühl, jetzt muss ich was reisen, um meine Mates zu retten. Und dann ist es schlimmer bei mir. Wenn ich solo drin bin und tot bin, dann bin ich eben tot. Dann ist es gar nicht so schlimm. Jan ist halt auch der Einzige, der solo mit Trio spielt mit der Haftung. Alle anderen spielen Sniper oder gehen irgendwie mit Schrotflinte oder so rein. Ja, die Runde war Balsam für die Seele. 7 Kills gemacht und davor lief es halt überhaupt nicht. Mit Daniel, wie gesagt, davor gespielt und nur auf die Fresse bekommen. Ich lag teilweise 4-5 Mal in einer Runde auf dem Boden. Das war richtig schlimm, wirklich richtig schlimm. Und das ist dann immer belastend. Und wenn du dann mal wieder eine gute Runde hast, dann geht's auch nach oben. Und danach die Runden, die wir dann gespielt haben, die waren echt super. Da gab es, glaube ich, noch 2 oder 3 Jupp-Jupp-Runden. YouTube-Runden, für die Leute, die Jupp-Jupp nicht kennen. Jupp-Jupp kommt daher, dass Marks Mutter zu YouTube Jupp-Jupp sagt. Und deswegen sagen wir immer Jupp-Jupp. Das lest ihr oder habt ihr hier ja auch ab und zu mal gelesen im Chat. Also nicht wundern, die Leute, die das nicht kennen. Ja, war, wie gesagt, Balsam für die Seele. Die haben es mir aber auch teilweise echt einfach gemacht. Ja, war aber eine geile Runde. Ich war super. Also mega aufgeregt war ich nicht, aber ich habe danach schon so ein bisschen gezittert. Ich war schon super angespannt, ja. Und als ich wusste, okay, ich bin draußen, es kommt keiner mehr, oh, dann ist das erstmal so runtergesackt. Und dann habe ich auch sogar so ein bisschen gezittert in den Händen. Das war schon heftig. Ja, wenn ihr mich mal live sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf Twitch einschalten. Ich versuche tagtäglich zu streamen, manchmal klappt's nicht, aber oftmals schon nachmittags ab 14 Uhr, ab und zu mal auch abends. Es kommt immer drauf an, wer Lust und Zeit hat, weil ich bin nicht so der Solo-Spieler und Solo spiele ich halt echt nicht gerne. Mit Randoms macht's mir auch nicht so viel Spaß, deswegen warte ich immer auf meine Mates, die ihr ja alle kennt. Ganz, ganz tolle Leute, der Marc, die Tina, der Doomsday, der Daniel und. Die könnt ihr alle dann live erleben. Einfach 1049.de bei Twitch suchen und da habt ihr mich. Ja, denkt an mein Teamspeak, das könnt ihr benutzen. Das ist mir extra von game.de zur Verfügung gestellt worden, extra für euch.
Könnt auch game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Heute bin ich tatsächlich über Discord gefragt worden, ob man den nutzen darf. Natürlich, kommt einfach rein und nutzt den so, wie ihr wollt. Ihr müsst nicht mal die IP irgendwie eingeben, es reicht, wenn ihr oben bei Verbinden in die Adresszeile 1049 eingebt, dann kommt ihr auch rein. Also ausgeschrieben TEN und dann 49 und dann kommt ihr auch in meinen Teamspeak. So, und mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, 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 ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen früh pünktlich um 9:30 Uhr zum nächsten Video. Haut rein, tschüss!